So springt man. Wie rollt man? Ich würde da mal gucken, wie rollt man. Ah, ich glaube, ich bin gleich da, wo du bist. Ja. Ja, ich bin jetzt in der Zelle, ich gehe noch nicht nach draußen. Mach mal meine Handschellen auf. Gutes Timing. Mach eher meine Handschellen. Gehen wir. Du kannst sehen, die sind ich so brauche jetzt. Gucken die ganze Zeit. Sieht ja, so okay. Komisch aus. Aber das Spiel ist komplett flüssig. Genau zur richtigen Zeit. Okay. Bin unterwegs zur Kommunikationszentrale. Oh Gott, schleichen. Nein, ich hab nicht mal die stärkste Konsole der Welt, ey. Das wird überall die ganze Zeit gesagt, die Xbox One X ist die stärkste Konsole der Welt. Okay. Hey, genug jetzt. Das ist die, weiß ich nicht, die hat etwas bessere Leistung, ey. So ein Bullshit, ey. Dann überlegen wir uns, was wir mit dir machen. Also bis dahin, der arme Druide, der wird hier durch die Gegend gemobbt, ey. Wo bist du rausgegangen? Ich hab das jetzt geöffnet und jetzt guck ich mal, was steht da? Ich muss R drücken. Okay, Alter! Das haben sie schon im... Daniel, das musst du mal hinterfragen. Warum hat die so eine Waffe? Weiß ich nicht. Die ist im die ist fest, die dürfte keine Waffen haben. Die müssten die entwaffnet haben. Ja, eigentlich schon. Wer ist denn da drin, ne? Das ist, Ja, ne, wer ist das? Alter, wer ist das? Sag mal bloß, stell dir mal vor, das ist so ein Easter Egg, Daniel. Ja, von irgendeinem Typen, ich weiß nicht, wer das ist. Keine Ahnung. So. Wieso wird mir das jetzt angezeigt? Jetzt wird mir Druidenschock angezeigt, was soll ich denn damit jetzt? Wieso Kopfschüsse? Ich hab da noch gar keine Waffe. Scheiß auf Elektroschock, ich prügel dich kaputt. Das kannst du auch machen. Nicht mal im Traum. Auf die Werbung. Naja, das ist ja ziemlich unkonventionell. Ich hab den auch, Alter! Das sah brutal aus. So auffällig. Damit das hier klappt, müssen wir subtil vorgehen. Oh, mir gefällt. Ich verstehe, Kommand. Gar nicht die Stimme von Husk, ey. Gar nicht, ey. Also mit dem Mann, mit dem wir hier reden, per Funk, ey. Hier spricht Admiral Akbar. Ich rufe die Invincible. It's a trap. Sie wissen mittlerweile von dem Signal. Das war, glaube ich, sogar hier ein Aquarianer, den wir hier verprügelt. Oder? Nee, das ist jemand anders. Alter, der Typ, den wir da verprügelt haben, der sieht voll hässlich aus, ey. Das ist wie ein Freak. Da ist Admiral Akbar, Daniel. Ja. Das ist eine Falle. Hört nicht auf den. Wir haben keine Ahnung von der Sullis-Sache. Sie wissen nicht, was sie auf Endor erwartet. Die Rebellen sind so blind, ne? Ich bin ja gar nicht geduckt oder irgendwie sowas. Ja, ich auch nicht. Ich guck mir gerade die Besprechung von denen da an. Oh, Daniel, jetzt habe ich eine Waffe. Oh, Daniel, eine Waffe. Warte mal, wieso bin ich in Ego-Perspektive? Ja, ich war die ganze Zeit am Überlegen, ich weiß nicht, soll ich das Spiel in Ego oder in Third-Person spielen? Ah, schaffen. Ja, ich mache ein Ding in Third-Person. Das hat Vor- und Nachteile beide. Ey. Ah, mit C kann man wechseln. So. Nee, doch nicht. Da kannst du nur irgendwie. Du müsstest eigentlich sogar besser sein im Schießen als ich, Daniel, weil ich habe die Beta nicht gespielt. Ich spiele das Spiel jetzt zum ersten Mal, ey. Also irgendwie kann man Third Person hin und her wechseln. Ja. Ging auch auf Konsole. Weiß ich. Ich drück einfach auf hier einen der, Ne, warte mal, ich drück auf den Pfeiltaste nach unten. Also so mache ich da dann meinen Controller. Ich weiß nicht, ich meine jetzt nicht die Analog-Sticks, sondern... Ich merke gerade, ich habe dir gerade erklärt, wie man das macht, aber ich spiele auf dem PC. Bringt okay. Okay. Headshot! Headshot! Das ist gut, Headshots zählen hier in dem Spiel. Sneaky! Ich hab überhaupt nicht kommen gesehen, wie ich auf sie zugerannt bin und sie verprügelt hab. Ich muss aber jetzt auch mal überlegen, wie tut man hier Rollen, Daniel? Weiß ich nicht. Hütet! Ich tue jeden einzelnen mit meinen Fäusten kaputt. Ich baller die hier ab, ey. Ich schieß gerade auf die Einheit da. So. Charge! Okay, das Zielen, das muss ich noch üben, ey. Ganz ehrlich, das war echt schlecht von mir.
Ja, ich habe jeden einzelnen im Raum hier eine reingehauen. Boah, das ist denn. So, da muss man hin, also gehe ich mal da ein. Ich schieße hier gerade auf so einen Astromech-Druiden. Ja, am Boden, der hier. Ja. Sieht aus wie eine Spinne. Alter. Alter. Wo ist er? Da kann man nicht töten. Ja, hab ich schon versucht. Wir sind Special Ops, Daniel. Hm. Ja. Da sind die auch. Aber wir nicht. Die sind eigentlich nicht. Ja, aber die sind ja eigentlich nicht dafür da, dass sie aufs Schlachtfeld gehen, sondern die sind Cleaner. Die räumen auf. Wache auf. Ja. Leute, ich benutze noch nicht meine Pistole. Jetzt habe ich einen Blaster. So, die eine rein. Jetzt habe ich die eine rein. Was ist denn? Agent Husk, ich bin bei der Kommunikationszentrale. Boah, Daniel, du hast echt Spaß. Ich habe noch keinen einzigen geschossen. Ich bin nur auf die los und hau die eine rein. Die hat eine Stunde gedauert. Der ist tot oder zuckt der noch, ey? Boah, du Tentakelface, verreckte Face. Der war noch am Zucken, ey. Das Bein, die war die ganze Zeit von dem am Wedeln, ey. Tot durch Beinschuss, Daniel. Okay, so tut man also sprinten, okay. Ihr seid echt scheiße, Rebellen. Löschung erfolgt. Die Rebellen werden nichts finden. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ah, da bin ich zu weit nach draußen gegangen. Agent Husk, es wird Zeit. Welche Vorbereitungen? Ich muss jetzt flüchten. Alter, ist der geflogen, ey. Ja, ich auch. Ich hab grad so ein explosives Fass neben einem in die Luft gehackt. Los, mach die Tür auf, damit ich die verprügeln kann. Oh Gott. Das ist wieder massiv. Bist du jetzt auch in so einem Raum wieder? Ich muss hier gerade rausgehen. Ja, ich bin auch am Flüchten. Ich muss das da erreichen. Hier in dem Raum sind ganz schön viele, ey. Erreichen. Hab aber alle abgeknallt. Einmal hacken, bitte. Muss man eine andere Waffe noch nehmen, ne? Weiß ich nicht. Wer schießt denn da? Ah, fuck! Ah, cool. Kannst auf Kontrollflash schießen. Das ist sehr gut. Der ist tot. Nein. Oh Gott. Du kannst auf Kontrollfelder schießen, Daniel. Oh Gott. Um die Tür hinter dir zuzumachen. Kontrollfelder? Ja, das sind so neben der Türsteuerung, damit der keiner von hinten an dich rankommt. Wir suchen erst nochmal alle. Noch zu knapp. Was denn? Das mit der Türsteuerung oder was? Ja, ich versuche hier noch zu überleben erstmal. Also, okay. Dann bist du vielleicht sogar schon weiter als ich. Das ist der Chine. Mann, doch. Dem habe ich eine reingehauen. Boah, das ist nicht sehr clever. Versteckt sich hinter dem explosiven Pass. Oh, das sind Explosive. Hat es dich erwischt, Daniel? Ja, ich hab das. Ich hab nur einen AP übrig. Alter, bist du dir sicher, dass wir auf derselben Schwierigkeit kämpfen? Nee, ich hab das angeschossen, wenn ich direkt daneben stand. Ja, aber warum hast du nur noch eins übrig gehabt? Weil ich direkt daneben stand.
Ach so, ich dachte, du hattest vorher schon nur noch eins und dann hast du da drauf geschossen. Oh, ein Sammelobjekt, geil. Oh, hast ein Sammelobjekt gefunden. Okay, das hatte ich zum Beispiel nicht. Dann habe ich das wahrscheinlich sogar. Ich bin in den Raum mit diesem gelben. Ja. Gelände. Wir haben sie überall gelbes Gelände. Okay, egal, ich geh einfach mal weiter. Ja, das kann man gut machen. Okay. Die Türsteuerung, okay. Weißt du? Ja, danke. Ja, gut. Bin irgendwie so nicht klein aufgekommen. Das hat der die Anleitung mir gesagt. Sind die denn schon tot? Also. Macht Spaß, die Türen zu schließen. Schiene, du Freak! Menschen vor! Macht Spaß, denen in den Kopf zu ballern, ey. Die fallen wie die Fliegen. Ja. So sollte das auch sein, Daniel. So sollte das sein. Ja, auch online. Ja, genau. In welcher Klasse kommst du denn am besten klar, Daniel? Boah, das war ganz klar. Ich glaub, mit dem Sniper? Nee. Das ist das. Hab ich schon alle vergessen. Ja, Heavy, Assault. Ja, mit dem MG, glaube ich. Ja, das ist der Heavy. Das wundert mich gar nicht, schon seit der Alpha, also schon vor der Beta, war das die beliebteste Klasse überhaupt, der. Die hat auch so ein Schutzschild. Ja, genau. Ja, du hast zum Beispiel den hast du gar, das hast du gar nicht erkannt, als du gespielt hast. Du hast irgendwie gedacht, dass du das MG und den Schild zur selben Zeit benutzen kannst. Ja, etwa nicht. Sobald du das sobald du das MG benutzt, geht der Schild weg. Ach so. Und umgekehrt. Das hast du nur nicht gemerkt, du hast dann mit deiner normalen Waffe geschossen. Ach so, verdammt. Ja, das wäre ein bisschen zu überpowered. Ich habe ehrlich gesagt die ganze Zeit gedacht, dass du so beides kann. Ich habe deine Videos gesehen, Daniel. Ich habe es gesehen. Ich dachte mir nur, oh Gott, Facepalm, ey. Na, ich habe schon so viel Gameplay gesehen, ey. Dann ist lang, also gehen wir da. So. Du hast wahrscheinlich voll alle Sammelobjekte umgehen. Ich habe noch gar nichts gefunden, ey. Wir haben ein Foto von mir aufgehängt. Ja, siehst du das auch gerade? Ich guck mir gerade so Bildschirme an. Da sind so rote Bildschirme, da sind Bilder von mir. Ja, ich bin, glaube ich, genau da, wo du jetzt bist. Oder weiß ich nicht, hier sind mehrere. Ja, ich finde der Schwierigkeit zockt in Ordnung. Das ist ja erstmal die erste Mission, Tutorial, Daniel. Ja, deswegen, ja. Oh, jetzt werde ich hier gerade in die Mangel genommen. Kann man die Tür nicht schließen? Ja, kann man nicht. Da ist ein Twi'lek! Fick dich, du Tentakel! Hat die gerade selber auf das Fass geschossen? Die haben sich gerade selber umgebracht, ey. Oh Gott, da ist ein Heavy! Da ist ein Heavy! Fuck! Fuck! Oh, geh weg! Ich treffe hier gerade auf Gegner, die mehr aushalten als nur einen Schuss, Daniel. Ja, ja. Ja, das macht Spaß, wenn er die verletzt, dann krabbeln die am Boden und dann kannst du den nochmal in die Fresse schießen. Leidet, ihr Pisser, leidet! Fuck, bro, let's kill us some gays! Von wegen, Sturmtruppen können nichts treffen, huh? Ja, wir sind ja nicht mal Sturmtruppler, wir sind was Besseres. Wir sehen auch viel cooler aus, ganz ehrlich. Oh, da ist schon wieder so ein Heavy, verpiss dich! Oh Gott, ey. Ah, das ist der Trap! Mach die Tür auf, Mann! Ah! Oh, ich hab's geschafft! Ich bin raus! Oh, Erfolg! Die Reinigung! Okay. Oh Gott! Ah! Ah! Raus hier! Tschüss! Wiedersehen! Ist ja auch in der Videosequenz! Nein, mir wurde da irgendwie zu viel durch den Weg gerannt. Also, okay.
Das kommt mir irgendwie so vor, als wären die Helme ein bisschen zu groß für die. Das hat sie. Bin in Position. Verstanden, Commander. Leite Exfiltration ein. 3, 2, 1. Asche.